Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf Teebeutel P. Wir spielen Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Und dabei handelt es sich um einen der Klassiker unter den Star Wars Computerspielen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen an und steigen natürlich mit der Schwierigkeitsstufe Padawan ein. Denn ich habe gerade schon mal eine Testrunde mit Jedi gespielt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr schlecht in diesem Spiel. Und wenn ich dazu noch reden muss, umso schlechter. Ich weiß gar nicht warum, dabei war ich früher gar nicht so schlecht in Ego-Shootern. Aber naja, das ist halt noch so ein klassischer Ego-Shooter ohne Auto-Heal. Da muss man noch Health Packs sammeln und naja, aber ihr werdet ja selber sehen. Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Eine friedlichere Zeit in der Galaxis ist angebrochen. 8 Jahre sind vergangen seit dem Sieg über das Imperium in der Schlacht von Endor. Doch die neue Republik ist noch immer bemüht, die Ordnung wiederherzustellen und ihre Feinde zu bezwingen. Nachdem er das Tal der Jedi vor dem dunklen Jarek gerettet und fast selbst der dunklen Seite verfallen war, löste der einstige Jedi-Ritter Kyle Katarn seine Bindung zur Macht und wandte sich wieder seinem Leben als Söldner zu. Mit seiner langjährigen Partnerin Jen Ors unterstützt Kyle die Republik weiterhin im Kampf gegen die imperialen Hinterbliebenen. Als die Hinterbliebenen den jüngsten Schritt zur Unterwerfung der Galaxis unternehmen, werden Kyle und Jen von der neuen Republik entsandt, dem Planeten Kijim, einen lange ungenutzten Horchposten des Imperiums, zu untersuchen. Meine Güte, das klingt ja spannend und ich bin mir sicher, es wird noch viel spannender sein. Was war das? Ich habe da gerade irgendwas gesehen, aber... wir beobachten einfach mal weiter dieses Geschehen. Warum ist der Ton so leise? Vorbereitung auf den Landeanflug. Was auch immer für diese Übertragungen verantwortlich ist, es zeigt sich nicht auf den Sensoren. Dieser imperiale Außenposten wirkt genauso verlassen, wie er sein soll. Er ist so tot wie der Rest von Kijim. Mon Mothma muss langsam paranoid werden. Sie hat noch nie Profis wie uns auf so eine Vergnügungstour geschickt. Aha. Kyle, Jen, seid Sie gegrüßt. Mon Mothma, Kyle sprach gerade von Ihnen. Zweifellos. Ich habe beunruhigende Neuigkeiten zu der Mission auf Kijim. Ich hasse es, wenn Sie beunruhigend sagen. Wir haben einen Teil der Übertragung dekodiert, die wir heute früh abgefangen haben. Und, ach, hören Sie besser selbst. Admiral Fire, erste Schatten. Geschlagene Station auf Kid. Ben. Müssen wir mit das Tal der Jedi verlassen? Kriege der Wiedergeborenen. Das Tal der Jedi? Wiedergeborene? Wir glauben, dass diese Übertragung für Galen Fire bestimmt war. Wir verdächtigen ihn, der Anführer der Hinterbliebenen in diesem Sektor zu sein. Wahrscheinlich ist die ganze Geschichte nichts weiter als ein Schauermärchen, das sich Soldaten am Lager nicht erzählen. Doch da Sie die einzigen Überlebenden der Ereignisse im Tal der Jedi sind, dachte ich, dass es nur fair ist, wenn ich Sie warne, dass diese Mission vielleicht gefährlicher ist, als wir zunächst angenommen haben. Ihre Ziele bleiben jedoch dieselben. Finden Sie so viel wie möglich heraus und neutralisieren Sie alle Streitkräfte der Hinterbliebenen, die Ihnen begegnen. Möge die Macht mit Ihnen sein. So viel zum Thema Vergnügungstour. Psst. Ich glaube, ich habe jemanden gesehen. Okay, gut. Dann wollen wir doch mal schauen. Oh ja, da hinten befinden sich scheinbar zwei Sturmtruppen. Wirklich? Wohin bist du denn versetzt? In Sektor 7 war was frei, da habe ich mich beworben. Nicht schlecht. Das wird bestimmt ein ruhiger letzter Tag. Daran glaube ich noch nicht. Nun denn, gucken wir mal ganz kurz hier in die Einstellung, damit ihr auch selber mal sehen könnt, was man hier so einstellen kann. Ja? Hier kann man diverse Grafikeinstellungen vornehmen. Grafik und Grafik 2. Aha. Grafik-Synchronisierung. Die schalten wir mal ein. Schatten, Volumetrik. Ja, Wandtreffer ein. Okay. Hier haben wir, glaube ich, alles auch. Soweit es geht, hochgedreht. Mhm, ja, super. Sound. Mhm. Ja.
Okay. Wir schalten ERX mal aus, denn ich habe festgestellt, gerade bei der Testrunde, dass der Klang da irgendwie so ein bisschen komisch ist. Das funktioniert wohl heutzutage nicht mehr so gut. Zumindest nicht auf meinem Rechner. Okay, dann klicken wir mal auf Fortsetzen. Ja, ihr seht, grafisch wirklich ein prächtiges Schnitzel. Dieses Spiel basiert auf der guten alten Quake 3 Engine. Seinerzeit, ja, sozusagen die Hure der Ego-Shooter. Denn gefühlt jedes Spiel wurde damals irgendwie auf Grundlage der Quake 3 Engine umgesetzt. Call of Duty basiert in den Grundzügen beispielsweise selbst heute noch irgendwie auf Fragmenten der Quake 3 Engine, wenn ich richtig informiert bin. Und andere Spiele auch, zum Beispiel Star Trek Elite Force, waren unglaublich geiler Ego-Shooter, damals der Voyager Setting quasi spielte. Und das war schon ein richtig geiles Spiel. Vielleicht zocken wir das hier auch mal. Aber erstmal widmen wir uns selbstverständlich Star Wars. Schließlich befinden wir uns im Star Wars Jahr 2015. Es ist nicht mehr lange hin bis Episode 7. Und ja, was soll ich sagen? Ich würde mal sagen, lass die Action beginnen, nicht wahr, Jen? Ja. Hallo? Tot! Okay. Ein Problem so. Weniger. Wir müssen hier, wie gesagt, ein bisschen vorsichtig sein. Denn, naja, unsere Gesundheit regeneriert sich im Gegensatz zu den meisten modernen Ego-Shootern nicht selbst. Was war das? Und wir müssen in der Regel mit dem auskommen, was wir haben. Da haben wir glatt noch einen imperialen Offizier erledigt. Ein Problem weniger. Oh oh. Meine Güte. Blaster haben dagegen keine Wirkung. Ich werde versuchen, die Tür irgendwie zu öffnen. Warte hier, Jan. Ich muss zugeben, auf dieser niedrigen Schwierigkeitsstufe sind die Sturmtruppen tatsächlich ähnliches Kanonenfutter wie in den Filmen selbst. Da passiert nicht mehr. Also sie treffen zumindest genauso schlecht wie ich. Und das macht das Spiel schon mal wesentlich leichter. Denn ich habe noch keinen einzigen Gesundheitspunkt verloren und auch mein Schild ist noch vollständig. Und naja, das sah in meiner ersten Testrunde doch schon relativ anders aus. Seht ihr, da unten sind auch welche. Immerhin reagieren sie auf meine Schüsse. Oh, da ist so ein Probe Droid, so ein Spionage-Droide. Erster Beste, erster Beste. Jetzt nicht mehr. Ich habe das Gefühl, wir sollten das hier alles noch gar nicht sehen. Also gehen wir mal hier rein und schauen, was passiert. Die Hinterbliebenen haben normalerweise ziemlich strenge Sicherheitsvorkehrungen. Durchsucht die Offiziere nach Zugangskarten. Ah, ich habe eine Versorgungskarte. Das ist wahrscheinlich so etwas Ähnliches wie eine Zugangskarte. Und jetzt schauen wir doch mal, was hier passiert. Okay, okay, okay. Hier oben ist nichts. Nein, hier kann ich auch nicht rein. Aber da oben, das sieht wichtig aus. Hallo? Na? Perimeterverteidigung aktiviert. Hat es funktioniert? Nein, aber wenigstens genießt du jetzt die allgemeine Aufmerksamkeit. Tja, das wollte ich doch gar nicht. Aber nun denn. Dodelik. Alle sind tot. Oh. Sehr schön. Okay, Munition. Das können wir immer gut gebrauchen. Was auch immer das ist. Ich weiß es nicht. Das Spiel verrät es mir ja nicht. Aber es ist wahrscheinlich gut, dass ich es einsammle. Früher hätte ich das gewusst, aber meine Güte. Spiel gespielt habe, ist ja jetzt nun auch schon bestimmt 10 Jahre her. Okay. Dann wollen wir mal wieder nach unten.
Nichtsdestotrotz finde ich, ist dieses Spiel einfach unglaublich atmosphärisch. Also ich fühle mich wieder sofort ins Star Wars Universum hineinversetzt. Und das hat mich auch damals schon unglaublich beeindruckt. Und lasst euch gesagt sein, der Multiplayer in diesem Spiel ist bzw. war phänomenal. Einfach galaktisch gut. Leider wird der Multiplayer-Modus heutzutage kaum noch aktiv gespielt, was wirklich eine Schande ist, denn dieses Spiel, einfach perfekt, denn man kann sich im Prinzip mit Lichtschwertern Multiplayer-Duelle liefern und das war nicht nur für seine Zeit unglaublich gut umgesetzt, so etwas sucht selbst heutzutage noch seinesgleichen. Okay, gut. Ich würde mal sagen, wir bedienen jetzt hier diese Kanone. Ups. Hey, das ist wohl auch eine Art, es zu tun. Was zu tun? Na gut. Gehen wir jetzt mal nicht näher drauf ein. Hallo. Na, Jen? Auch damals haben wir uns so an dieser unglaublich realistischen Grafik erfreut. Bleib hier, Jen. Sorg für Deckung. Okay, ich warte hier. Bleib nicht den ganzen Tag weg. Das war knapp. Okay, gut, es tut mir wirklich leid, dass im Moment hier scheinbar keine Gefahr für mich existiert. Okay, so, wenn ich mich recht erinnere, muss ich durch eins der Gitter. Dieses Gitter geht nicht, aber glücklicherweise liegt hier so ein explosiver Container auf dem zweiten Gitter. Zack, und schon komme ich rein. Hallo. Na? Ah, ich erinnere mich. Dieses Ding hier muss zerstört werden. Und ich sollte jetzt fliehen. Denn sonst werde ich von einer heißen Gaswolke der Explosion gegessen. So. Jetzt geht's hier hoch. Glücklicherweise haben wir hier wieder einen Lift. Oh ja. Wir brauchen Verstärkung. Mal schön die Schalter drücken, wozu auch immer die gut sein mögen. Hallo? Was machst du? Ich glaube, das ist ein primäres Kontrollterminal. Aha. Ich hab's. Ich glaube, ich bleibe noch etwas hier und sehe, ob ich nicht ein bisschen Verwirrung stiften kann. Deine Körperhaltung sieht äußerst ungesund aus. Jetzt geht's wieder. Aufwärmen und zur Suche. So. Ich liebe den Soundtrack einfach erst. Gigantisch gut. Okay, links oder rechts? Rechts. Fliegen sie hier schön durch die Gegend, die Sturmtruppen. Tut mir leid, Gonk-Droide, ich wollte dich nicht zerstören. Ja, ist ja gut. Okay, da ist ein Lift. Vielleicht sollte ich da jetzt noch nicht hingehen, ich habe keine Ahnung. Da liegt irgendein Item drauf. Sieht aus wie... Ja, ich weiß nicht, wie es aussieht. Aber ich hab's auch gesammelt. Das war gut. Halt, oder ich schieße! Gut. Ja. Ich habe das Gefühl, das ist ein Spiel, in dem man sich durchaus verlaufen kann.
Das mag passieren. Wir werden sehen, was passiert mit uns, mit unserer Orientierung und all dem anderen Zeug. Okay, da ist irgendwie ein Energieschild, welches wir wahrscheinlich deaktivieren müssen. Hier geht das nicht. Also gehen wir mal wieder die Treppe rauf und suchen die alternative Route ab. Aber erstmal gehen wir noch hier hin. Da sind wieder Gegenstände, die ich einsammeln kann, deren Bedeutung ich mir nicht sicher bin. Je, ich erinnere mich, dieses olle Schalterrätsel. Ihr seht jetzt schon einen Ausblick auf das, was wahrscheinlich der zweite, dritte, vierte, fünfte und sechste Teil dieses Let's Play sein könnte. Okay, und da kommen wir, dann gehen wir erstmal hier. Oh! Komme ich nicht rein. Gut. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal weiter. Unser Schild hat ein bisschen nachgelassen. Waffe runter. Hier kommen wir auch nicht rein. Wir waren jetzt bereits an beiden Stellen, okay. Tja. Nach unten sollten wir auf jeden Fall nicht, denn da geht's tief runter, ziemlich tief. Okay, da ist ein Kraftfeld. Da müssen wir wahrscheinlich auch noch irgendwas erledigen. Gut, blau. Merken wir uns blau. Boing. Kann ich davon jetzt was aufhandeln? Ja. Das war scheinbar ein Hellfeld. Dann verwenden wir jetzt erstmal diesen Fahrstuhl. Der Plan zeigt, dass der Stützpunkt 3 Sektionen hat. Gut. Ich habe ein Versteck gefunden. Das ist ja ganz toll. Hallo, Mausdroide. Heute Morgen wurde eine Störung in Sektor 10 gemeldet. Was für eine Art von Störung? Androide aktivierte das Sicherheitssystem auf der unteren Ebene. Okay, gut. Sieht nach einem imperialen Code aus. Keine Ahnung, was das jetzt bedeutet. Aber ich habe es einfach mal aktiviert. Mhm. Gut. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Kann ich es auch wieder ausschalten? Nein. Also belassen wir es einfach mal dabei. Damit passiert nichts. So, wenn wir jetzt mal gucken hier, auf Tab haben wir unser Datenpad mit den Missionszielen. Da haben wir jetzt schon mal dieses Symbol hier. Und das ist Teil des Schalterrätsels. In diesem, ja, großen Loch.
was wir gerade gesehen haben. Gut. Hier ist einfach so eine Ecke im Raum. So ein kleiner Erker, warum auch immer. Aber hier waren wir vorhin schon mal. Okay, gut. Vielleicht sollten wir uns dann einfach jetzt an das erste Rätsel wagen. So. Gut. Dann schauen wir nochmal aufs Pad. Okay. In der Mitte so ein Viereck aus Dreiecken und rechts so ein Nöpsel. Das Ding ist deaktiviert. Das Ding ist deaktiviert. Ja, und jetzt? Das Ding ist deaktiviert. Fuck. Was mache ich denn jetzt? Tja, aber ich komme jetzt gar nicht mehr weiter. Doch, die Tür ist offen. Wow. Scheinbar funktioniert das tatsächlich mit Kopfschüsse. Ich dachte eigentlich, dass hier noch so ein herkömmliches Treffermodell, dass hier das Spiel nur ein herkömmliches Treffermodell besitzt, indem man einfach irgendwo auf den Körper zielt und dann ist gut. Aber nein, scheinbar gibt es hier richtige Trefferzonen. So, ich will jetzt mal ganz kurz was gucken, ob man hier auch Health Pack manuell irgendwie anwenden muss, aber ich glaube nicht. Okay. Bakterkanister, doch, B. Das sind wahrscheinlich nämlich diese kleinen blauen, die ich aufsammle. Meine Güte. Ich habe sogar ein Fernglas. Haha. Ha, und ich habe ein Bakterkanister. Entweder habe ich das vergessen oder ich habe es auch schon früher, vor 16 Jahren oder 10 Jahren, 12 Jahren, keine Ahnung, was rausgekommen ist, nicht bewusst. So, zack. Okay. Gut. Keine Ahnung, was ich hier tue, aber ich tue es einfach. Oh. Was macht er denn bitte? Okay, wir fahren jetzt einfach mal mit. Oh, da sind wir wieder. Wie nett. Nee, da wollen wir eigentlich nicht nochmal hin, oder? Oder doch? Vielleicht ist da oben jetzt diese eine Tür geöffnet. Ja, wir schauen es einfach mal an. Wir haben ja noch Zeit. Hallo. Bewegst du dich bitte jetzt mal wieder? Ach, die Tür war ja gerade eben schon offen, oder? Okay, dann tut es mir leid, liebe Leute, dass ich euch umsonst hier mitgeschleppt habe. So, jetzt geht's wieder runter. Noch eine Etage runter. Oh Gott. Dadurch, dass dieses ganze Level im Prinzip aus zwei Texturen... besteht, fällt es mir manchmal doch wirklich schwer, einzuordnen, wo ich gerade bin. Jan, ich brauche deine Hilfe. Hier ist ein Zugangsterminal, aber es ist kodiert. Ich sitze hier fest. Komm zurück und hilf mir. Ja, wo?
hin zurück. Nein, von da kommen. Waffe habe ich vergessen einzunehmen, also gehe ich wieder zurück. Ja, sorry, Jen, wo zur Hölle steckst du denn? Ich weiß es nicht. Kyle, wo bist du? Ich kann nicht viel länger. Ja. Toll. Und jetzt stirbt sie wahrscheinlich. Ich speichere mal schnell. Nee, da kommen wir doch gerade her. Obwohl, das ist eigentlich vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Es ist ja relativ am Anfang. Tja, jetzt. Beeil dich, Kyle. Ja, ich beeil mich ja schon. Sorry, ich hab mich einfach verlaufen, Jen. Ja, wo ist sie denn hin, bitte? Jen! Das Gefühl, sie weiterzunehmen. Ja, Jen. Hat ja lange genug gedauert. Ja, sorry. Den Code knacken. Sag, wo es lang geht. Ja, es geht hier irgendwo lang. Weißt du, Jen? Ich bin mir nicht genau sicher. Wo lang? Vielleicht hier? Das ist die falsche Richtung. Ja, das ist die falsche Richtung. Da hast du selbstverständlich recht. Das ist auch die falsche Richtung. Ach, Jen, du nervst mich. Großartig. Jen, es tut mir leid, ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Was? Soll ich das etwa allein machen? Nein, sollst du nicht. I remember this room. It might be the right one. Na, das sieht ja interessant aus. Hallo. Ein Kinderspiel. Ja, damit solltest jetzt du weiterkommen. Ja, vielen Dank. Ich bleibe hier und sehe, was ich herausfinden kann. Damit ist jetzt irgendeine der 500.000 gleich aussehenden Türen von Rot auf Grün geschaltet worden. Ja, vielen Dank, Jen. Okay, ich würde mal sagen, das war's fürs Erste hier, im ersten Teil zu Jedi Knight 2, Jedi Outcast. Und wir sehen uns im nächsten Teil. Tschüss.